Ja, vielleicht ein, zwei Fragen, wenn ich sie richtig verstanden habe, hängen ja sehr miteinander zusammen. Da würde ich mal zunächst auf das eingehen, was der Ladstätter gesagt hat, der Bundesminister Stöger, kennt das Thema ja noch besser als ich, Inklusionsfonds. Unsere Einschätzung ist, das ist eine Notwendigkeit. Wir haben auch versucht, das im Finanzausgleich unterzubringen. War ein langer Verhandlungsprozess, hat sich jetzt nicht durchsetzen lassen, weil der Finanzausgleich leider mehr oder weniger so geblieben ist, wie er gewesen ist. Aber das ist uns in der Tat ein Anliegen. Darum werden wir uns weiter bemühen, weil das einfach notwendig ist, um sozusagen spezielle Bedarfe und bestimmte Projekte zu finanzieren. Und da wird man sicherlich nicht umhin kommen, da die Anstrengungen, auch die finanziellen Anstrengungen in diesem Bereich zu erhöhen.